Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang möchte ich mich wie immer ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs liebevolle Kommentieren, für die Wertschätzung, die ihr mir und meinem Kanal auf verschiedenen Wegen entgegenbringt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, liebe Waage oder der, die du hier auf eine Waage schaust, heute schauen wir gemeinsam, wie es denn in Sachen Liebe, Liebesverbindungen im Monat März bei dir aussieht. Dabei ist es völlig egal, ob du auf einen Wunschpartner schaust, auf eine bestehende Verbindung schaust, auf einen Ex-Partner schaust oder vielleicht sogar auf jemanden, mit dem du gar keinen Kontakt hast. Und zwar habe ich die Legung so aufgebaut, dass ja deine Energie liegt als Zuschauer hier, die Energie deines Gegenübers hier, euer Miteinander, und dann habe ich noch ein paar Orakelkarten erbeten. Falls du während der Legung bemerkst, dass du doch eher hier bist und dein Gegenüber doch eher hier, dann dreh dir das bitte um, dann ist das spiegelverkehrt, das kann passieren. Es ist auch wie immer ein allgemeines Orakel. Es kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Und ich versuche auch geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht immer gelingt, dann dreht euch das bitte um. Da ich hier als Frau sitze und für euch fürs Kollektiv lege, deute ich die weiblichen Karten immer für den Zuschauer und die männlichen Karten immer für das Gegenüber, egal welchen Geschlechts du bist. Ich versuche das Wort Mensch zu benutzen, sodass es geschlechterunspezifisch ist und dass ihr euch das besser in eure Situation umdrehen, umdenken und umdeuten könnt. Zu dieser Legung gibt es auch wie immer eine erweiterte Legung auf Vimeo. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne das auch nochmal in den Kommentaren an. Wenn du gerne wissen willst, wie es mit deinem Wunschpartner, Seelenpartner, Herzenspartner weitergeht, was denn dieser über dich denkt und über eure Verbindung, was dieser für dich fühlt, wie dieser in den nächsten Schritten auf dich zukommt, was da unternommen wird, wann das denn ungefähr passiert und wie du dich denn am besten in dieser Verbindung verhalten solltest, damit das Ganze positiv voranschreiten kann. Wie gesagt, wenn dich das interessiert, unten in der Infobox ist der Link dafür. Gut, dann ist, glaube ich, soweit alles gesagt und wir starten in deine erste Karte im Monat März. Und dann habe ich hier den Ritter der Kelche. Der Ritter der Kelche kann ein Wasserzeichen sein, Fische, Krebs oder Skorpion. Hier möchte jemand in dein Feld kommen mit einem liebevollen Angebot. Das kann auch eine Entschuldigung sein, das können liebevolle Worte sein, das können Komplimente sein. Also hier ist jemand auf dem Weg, um dir etwas Liebevolles zu unterbreiten. Dieser Mensch könnte ein paar Berge hinter sich haben, ein paar Blockaden hinter sich gebracht haben und geht jetzt hier den Weg ins Fühlen, ist hier im Wasser unterwegs und möchte seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Und das bringt diesen Menschen dazu, in deinem Feld liebevoll aufzutauchen. Und dann habe ich bei dir die acht der Kelche. Also, entweder ist dir das zu viel Gefühl mit diesem Ritter der Kelche und du drehst dich davon weg. Ja, also du machst dich auf den Weg, ne, weil das irgendwie nicht stimmig für dich ist. Oder ihr habt eine gemeinsame Vergangenheit und du drehst dich deshalb von diesem Menschen weg. Ne, du drehst dich von dieser Vergangenheit weg, die ihr schon mal zusammen erlebt habt. Ja, weil hier ganz, ganz viele Kelche umgefallen sind und das schwimmt hier, ne? Also ich krieg so ein Überschwemmen der Gefühle rein. Ne? Also, dass ihr fast ertrunken werdet im Gefühl. Ne? Das müssen nicht immer positive Gefühle gewesen sein. Gefühle können auch Gefühle der Angst, der Wut gewesen sein. Ne? Und weil hier schon mal ein Feuer war, das aber jetzt so, da ist noch bloß noch ein bisschen Glut da und der Rest, der steigt hier in Rauch auf. Und du machst dich ja auf den Weg, um die 10 der Kelche zu erfahren, die Erfüllung in Sachen Liebe. Den Weg siehst du schon und du siehst auch, wo es hingeht, nämlich ins Licht, ins Glück, in die Wärme, in die Geborgenheit. Da ist aber noch mal eine Blockade zu erklimmen. Ja? Also, entweder ist es jemand Neues, der hier in dein Feld kommt, wo dir das einfach zu viel ist an Gefühl, oder ist es jemand aus der Vergangenheit, wo du dich von dem Vergangenen abwendest. Ja, also kann beides möglich sein. Oder wenn das ein neuer Mensch ist, dass du erkennst, ich muss mich erstmal von meiner Vergangenheit verabschieden und jetzt losgehen, damit es überhaupt Hand und Fuß haben kann mit diesem neuen Menschen. Also gibt drei Möglichkeiten hier. Und dann habe ich dich hier als Königin der Schwerter, kann ein Luftzeichen sein, Wassermann, Zwillinge oder Waage. Du wirst hier aufgefordert, eine klare Entscheidung zu treffen in deinem Leben. Diese Entscheidung fordert vielleicht auch von dir raus, hier ein paar Federn zu lassen, dich von etwas abzuwenden, was nicht mehr stimmig für dich ist, was dir nicht mehr gut tut, wo du nichts mehr Fruchtbares siehst.
Die Königin der Schwerter spricht auch klar ihre Wahrheit, steht für ihre Wünsche, Werte und Bedürfnisse ein und trifft klare und gute Entscheidungen für ihr Leben. Hier geht es auch um Kommunikation, ne? Dass du das kommunizierst. Ich wende mich hier ab, tut mir nicht mehr gut, ich gehe hier weg und gehe meinen eigenen Weg in Sachen Erfüllung. Und dann habe ich hier den Narr. Nee, das ist der Magier. Ist aber so wie der Narr dargestellt. Hier geht es um Neuanfang, um Neubeginn, um Meisterschaft. Hier den Neuanfang zu meistern. Hier habe ich Pinocchio auf dieser Karte, auf dieser Bebilderung. Das sagt mir auch, es könnte etwas mit Lügen zu tun haben. Na, also entweder belügst du dich mit diesem Neuanfang selbst. Na, da ist man manchmal so ein bisschen gefangen in sich selber. Oder die Vergangenheit, na, hat dir hier viele Lügen beschert, von denen du dich jetzt abwenden möchtest. Du hast ja auch den Schlüssel dazu, na, das auch aufzuschließen. Hier möchte auch die Wahrheit ans Licht kommen. Das möchte gemeistert werden. Ja, also irgendwas Altes musst du hier hinter dir lassen, damit dieser neue Mensch in dein Leben kommen kann, damit es Hand und Fuß haben kann, damit du dich darauf einlassen kannst. Oder dass das ein Mensch aus der Vergangenheit ist, wo hier auch was in Sachen Unehrlichkeit gemeistert werden möchte, wo du vielleicht auch unehrlich zu dir warst, unehrlich zu diesem Menschen warst und dieser Mensch war unehrlich zu dir. Das kriege ich auch rein. Dass du das hier meisterst, damit. Wie gesagt, dieser neue Mensch, dass das klappen kann, in dein Leben kommen kann oder dass das jemand aus der Vergangenheit ist, wo ihr aber was Neues aufbauen wollt und könnt, erst wenn ihr hier die Vergangenheit bereinigt habt. Ja? Wo du auch mit dir im Reinen bist, das kriege ich auch rein. Wo du mit dir und mit deinem Leben im Reinen bist und hier eine klare Entscheidung triffst, wo du auch dir gegenüber verantwortlich bist. Aufrichtig und ehrlich zu sein und dir gegenüber auch die Wahrheit zu sprechen und es dann auch im Außen zu tun. Ne? Also der Magier, der möchte hier das meistern. Sonst geht es hier nicht voran. Also Ehrlichkeit ist ja wichtig. Ne? Ehrlich zu dir selber und dann auch im Außen. So, dann schauen wir mal bei deinem Gegenüber. Dann habe ich hier die Neun der Schwerter. Also hier ist jemand sehr in der Angst. Hier ist jemand sehr. Worst-Case-Szenario, hier malt man sich ganz schlimme Dinge aus, die einen auch nachts verfolgen. Hier ist man so im Gedankenkreisel gefangen und malt sich ja die schlimmsten Dinge aus. Hat hier auch Sorgen und Ängste, dass man hier nicht mehr zur Ruhe findet. Und das darf aber dieser Mensch erkennen, dass das wirklich nur die Gedanken sind. Ne? Von dem, was man vielleicht in der Vergangenheit erlebt hat, das holt einen jetzt ein, es holt einen auch nachts ein. Ne? Die Träume sind aber immer dafür da, um zu transformieren, um das dann ziehen zu lassen. Das ist unser Unterbewusstsein, ne? Was da hochkommt und was da real wird in den Träumen. Ne? Also hier hat jemand mit Ängsten zu kämpfen. Und möchte genau wie du an ein anderes Ufer, an ein anderes Ziel kommen. Hier verlässt man diese Ängste. Man setzt sich hier in das Boot und verlässt diesen Platz der Angst, wo man sich gerade befindet, und setzt sich in Bewegung und möchte an ein neues Ufer anlegen, wo es einfacher ist, ne? Wo man nicht von der Angst kontrolliert wird. Man nimmt diese Schwerter hier mit in das Boot. Und steigt aber dann ohne diese Schwerter an diesem neuen Ufer aus. Das kann eine Nacht- und Nebelaktion sein. Also hier könnte man auch nachts einen Traum haben, wo man an einem anderen Ufer übersetzt und wo man dann diese Ängste dort lässt, in der Traumwelt. Ne? Und die können sich dort auflösen, die können sich dort transformieren. Ist eine Bewegungskarte, die Sechs der Schwerter. Hier darf jemand genau wie du die Vergangenheit verlassen, was dort nicht mehr stimmig ist. Na, und das könnte auf diesen Menschen hier zutreffen. Ist sie gesagt wie eine Bewegungskarte, kann auch einen Umzug anzeigen, kann auch eine Reise anzeigen, es kann auch eine innere Reise sein. Also hier bewegt man sich von etwas weg, was nicht mehr stimmig ist, zu etwas hin, wo man sich eine Verbesserung verspricht, wo man sich mehr Geborgenheit verspricht, wo man sich wohler fühlt. Und dann habe ich hier die Königin der Münzen. Dieser Mensch sieht dich als Königin der Münzen. Sehr geerdet, sehr stabil, sehr sicher in der inneren und äußeren Fülle.
auch stabil in deinem Sein, in deinem, was du nach außen bringst. Du setzt dich für deine Wünsche, Werte und Bedürfnisse ein. Hier ist Fruchtbarkeit da, hier ist Loyalität und Ehrlichkeit da. Und so sieht dich dieser Mensch, ne? Und möchte sich in dein Feld bewegen. Also es kann durchaus dieser Mensch hier sein. Dieser Ritter der Kelche. Und dieser Mensch möchte zu dir und in diese Verbindung wieder Balance reinbringen. Man hat nämlich hier große Sehnsucht und möchte wieder Balance in diese Verbindung reinbringen. Und man hat auch das Gefühl, die Früchte können jetzt geerntet werden. Ne? Also Fruchtbarkeit ist hier da. Die Zeit des Erntens ist jetzt da. Ich möchte hier wieder Balance in diese Verbindung reinbringen mit diesem Menschen. Also ihr könntet beide etwas in der Vergangenheit noch zu klären, zu heilen und loszulassen haben. Das könnte eure gemeinsame Vergangenheit sein, das könnte aber auch jede einzelne Vergangenheit sein oder beides. Ne? Wie gesagt, du machst dich ja auf den Weg, dieser Mensch macht sich ja auf den Weg. Und ich kriege auch so rein, das muss erst bereinigt werden, bevor hier überhaupt ein Miteinander stattfinden kann. Oder wenn es für dich ein neuer Mensch ist, na, dann kann das auch diesen neuen Menschen hier anzeigen, hat aber das gleiche Thema. Na, also ihr dürft erst was in der Vergangenheit loslassen und bereinigen, um dass es hier ein Miteinander gibt. Dann habe ich hier in eurer gemeinsamen Energie den Ritter der Münzen. Kann ein Erdzeichen sein, Stierjungfrau oder Steinbock. Also hier ist jemand auf dem Weg zu dir mit einem loyalen, treuen, ehrlichen Angebot. Hier habe ich wieder die Äpfel. Also es ist eine Zeit der Fruchtbarkeit. Eine Zeit, wo was geerntet werden kann. Hier ist jemand unterwegs, auf den kannst du dich verlassen, der ist loyal, treu und ehrlich, der hat eine innere und eine äußere Fülle und möchte diese mit dir teilen, ist auf dem Weg zu dir. Ja, das ist dieser Mensch hier. Also, das ist ein liebevolles, loyales, treues und ehrliches Angebot. Ja, man darf nur erstmal schauen, dass man hier auch seins bereinigt hat. Und dann habe ich hier die Gerechtigkeit, kann für das Sternzeichen Waage stehen. Wir haben hier das Märchen Rotkäppchen. Und was ich hier als erstes reinkriege, sind drei Facetten. Ihr könntet hier in der Vergangenheit mit einer Dreierkonstellation zu tun gehabt haben. Die Gerechtigkeit steht für Ehrlichkeit, für Fairness, für ein gutes Miteinander, dass hier die Balance gehalten wird, dass hier die Gerechtigkeit gehalten wird, dass man miteinander in den Einklang kommt und dass man hier eine klare Entscheidung trifft für alle Beteiligten. Wie gesagt, ich habe ja das Märchen Rotkäppchen. Wenn hier Rotkäppchen das Märchen erzählt, wird es eine ganz andere Geschichte sein, als wenn der Wolf das Märchen erzählt. Und wenn der Wolf das Märchen erzählt, wird es eine ganz, ganz andere Geschichte sein, als wenn die Großmutter hier das Märchen erzählt. Also es gibt hier drei verschiedene Meinungen, es gibt hier drei verschiedene Möglichkeiten, es gibt hier drei verschiedene Facetten, über die gesprochen werden möchte. Und da kriege ich so dieses Dreieck rein. Täter, Retter und Opfer, ne? Die im Grunde immer nacheinander auch irgendwie zum Verfolger werden. Ne? Also könnt ihr euch mal damit beschäftigen. Ich glaube, es heißt Cartman-Dreieck, Täter, Retter, Opfer. Ihr könnt auch Täter, Retter, Opfer eingeben. Und so kriege ich das hier rein. Ne? Hier ist der Täter, ne? Hier ist das Opfer und hier der Retter, ne? Und so spiegelt sich so ein Dreieck hier. Und es gibt wirklich drei verschiedene Facetten. Ihr dürft darüber sprechen, Aster Schwerter kommunizieren über das, was gewesen ist. Das ist wahrscheinlich das, was es hier zu bewerkstelligen gibt, das, was es hier aufzulösen gibt in der Vergangenheit. Drei verschiedene Facetten, drei verschiedene Möglichkeiten, hier das Märchen zu erzählen. Drei verschiedene Enden vielleicht auch, wie das hier ausgehen kann. Es gibt hier drei verschiedene Möglichkeiten. Ja, also hier wird Kommunikation groß geschrieben. Ihr müsst über das hier sprechen. Wenn es hier keine Dreierkonstellation gibt oder gab, dann geht es vielleicht nur um dieses Täter, Retter, Opfer. Wer übernimmt hier welche Rolle? Na, dass ihr das auch für euch ehrlich beantworten könnt. Welche Rolle habe ich übernommen? Vielleicht übernehme ich auch alle drei. Vielleicht übernimmt dieser Mensch auch mal manchmal alle drei. Ne? Vielleicht stecken wir hier in so einem Dreieck fest. Ne? Also da dürft ihr ehrlich zu euch sein. Ne? Königin der Schwerter, sei ehrlich zu dir selbst und zu anderen.
Und dann habe ich hier die Herrscherin. Nein, die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe. Kann ein Feuerzeichen sein, Widder, Löwe oder Schütze. Also, du repräsentierst viel, viel, viel Feuer, viel Leidenschaft, viel Erotik. Na, da springt dieser Mensch auf dich an. Na, du bist auch sehr talentiert, du bist auch sehr kreativ, du bist dem Licht zugewandt, du bist der Wärme zugewandt, du bist dem Positiven zugewandt. Und dieser Mensch, wenn dich dieser Mensch sieht, dann ist dieser Mensch hin und weg von dir. Das könnte auch so ein Thema sein, was ihr hier anschauen dürft, dass hier Leidenschaft großgeschrieben wird, dass hier Sexualität großgeschrieben wird, Passion großgeschrieben wird. Na, dass ihr oft auf diesem Level eure Verbindung aufgebaut habt. Na, darüber dürfte auch gesprochen werden. Na, also das ist eine der Möglichkeiten, die ich euch hier anbiete. Es gibt sicher noch andere, na, welche Rolle ihr hier übernommen habt. Und ihr seid aber beide hier auf die mittlere Karte, auf die Gerechtigkeit zugewandt. Ihr wollt das beide. Ihr wollt beide Gerechtigkeit und Fairness in diese Verbindung bringen. Und dafür braucht es ehrliche Kommunikation zwischen euch beiden. So, dann schauen wir mal an die Zusatzkarten und dann habe ich hier Recovery, das ist die Erholung. Ihr dürft euch erstmal von eurer Vergangenheit erholen. Ihr dürft euch erstmal von eurer Vergangenheit lösen und ihr dürft es heilen. Und ihr dürft auch im Inneren heilen und euch erholen. Ihr dürft eure Energien wieder ja, hochfahren und wieder zu Kräften kommen. Ja, das ist der Schlüssel dazu. Nicht gleich hier wieder in die Vollen gehen, in den Neuanfang, in den Neubeginn und hier geht es gleich wieder vom Neuen los. Ihr habt ja erstmal eine Aufgabe, ihr dürft ja erstmal was loslassen, ihr dürft euch von etwas wegbewegen, was euch nicht gut tut. Na, und das ist der Schlüssel dazu. Macht es allmählich, macht es in eurer Zeit, gebt den Dingen Zeit, gebt euch Zeit. Na, und dann wird es mit Sicherheit gut werden. Und dann habe ich hier göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, wenn ihr eure Aufgaben hier gelöst habt und euch von dem abgewendet habt, was euch nicht mehr gut tut. Es könnte eure gemeinsame Vergangenheit sein. Wird ein richtiger Zeitpunkt kommen, wo ihr hier in die Kommunikation geht, wo ihr euch begegnet, wo ihr wieder Gerechtigkeit in diese Verbindung bringt und euch da auch erholen könnt von eurer Vergangenheit und dann kann sich das zum Guten wenden. Das wird für alle verschieden sein, wann dieser richtige Zeitpunkt ist. Ne? Ihr werdet das fühlen. Ihr Lieben, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie geht es denn hier mit diesem Menschen weiter? Was sind denn hier unsere Themen, die wir hier verlassen dürfen? Ne? Wann bewegt sich denn dieser Mensch hier in meine Richtung? Bewegt sich aus diesen Ängsten heraus? Was denkt denn dieser Mensch über mich? Was fühlt denn dieser Mensch für mich? Wie kommt denn dieser Mensch in den nächsten Schritten auf mich zu? Wie wird sich das denn gestalten? Wann wird sich denn das ungefähr ereignen? Und wie solltest du dich denn hier am besten verhalten, damit das Ganze positiv voranschreiten kann? Dann lade ich dich ganz recht herzlich ein, mir auf Vimeo zu folgen zu dem weiterführenden Reading. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne das auch nochmal in den Kommentaren an. Wenn wir uns dort wiedersehen, würde ich mich ganz sehr freuen und allen anderen wünsche ich einen zauberhaften März. Macht's gut!